Ja, hi, willkommen, mein Name ist DanieruLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Wo guckst du da hin? In der letzten Folge haben wir Videl und Songohans Training abgeschlossen. Mein Charakter ist vielleicht noch nicht auf mit Videl zu einem Date gegangen, so wie es ausschaut. Und ja, wir haben noch die Elite-Mission abgeschlossen, wo wir gegen Kid Bull gekämpft haben. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wo die nächste ist. Wahrscheinlich auch schon längst aufgenommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja. Und was ich aber vorhabe, ist jetzt erstmal noch ein paar Parallelquests zu machen, vielleicht 1 oder 2. Damit übrigens sind hier auch neue aufgetaucht per DLC, aber da gucken wir erstmal später rein. So, und da sind neue Sachen aufgetaucht. Okay. Dann machen wir die eben. Ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, wir machen die neuesten Dinger hier, die 7-Sterne-Dinger, aber okay, da machen wir erstmal die. Was euch dabei gefällt, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben hinterlassen und so. Das würde mich sehr freuen. Da wir haben Super Saiyan Gott, Super Saiyan, mein Gott, haben die hohe Werte. War voll brutal. Ach, jetzt haben wir auch die Freezer-Soldaten endlich. Aber nur einen von jenen. Goldfreezer, Super Schurke, okay. Ein bisschen größer wird dadurch, ne? So, Cooler, Metall Cooler, Super Bösewicht. Und sonst nichts im Moment. Hier haben wir die DLC-Charakter schon mal. Cabba und Frost. Mein Gott. Der schmächtige Super Saiyan hier. Das Universum 6. Und ja. Wir müssen aber erstmal Freezer an unserer Seite haben. Ich weiß nicht, ob es auch zählt, wenn wir Goldfreezer mitnehmen. Aber ich nehme mal volle Kraft. Nehmen wir mal den hier mit. Weil mit Freezer sind wir schon kurz davor, auf Maximum zu kommen. Dann machen wir den heute noch und was noch so reinpasst in diesen Part. Als erstes müssen wir natürlich hier die neue Generation erledigen, ja, die neuen Krieger. Ich weiß nicht, ob das eine alte oder eine neue Mission ist, aber mir ist auch gerade egal. Was willst du noch mehr? Und schwankst in der grünen Jacke. Ja, wir wissen es. In Dragon Ball geht es um Essen, ich weiß, wir wissen es alle. Warum muss es immer so reingeschoben werden? So wie das Essen. Oh. Hast du dafür, wenn du in Dragon Ball GT so einen Job ablieferst? Du hättest so badass sein können wie Trunks aus der Zukunft, aber nein. Was einen so auf Pfadfinder. Ja, ich Trunks in Dragon Ball GT sieht echt aus wie ein Pfadfinder, habe ich so Gefühl. Son Goten ist noch schlimmer. Wieso wurde Son Goten so komisch porträtiert? Was? Mein Son Goten war mehr so ein kleiner Son Goku, halt, nur halt, weiß ich nicht, ein bisschen Teenager-mäßig. Oh, okay. Aber trotzdem, was wir an den Dragon Ball GT aussehen gemacht haben, den für eine Frisur gegeben haben. Also sowieso hat Gefühl, mit den Frisuren haben sie irgendwie vollkommen Mist gebaut im GT. Haben sie einfach nur, weiß ich nicht. Ja, sonst hätte er einfach nur so gekämmt an einer Seite zum Goten. So, können wir dann endlich mal Songohan in den blauen Klamotten freischalten. Weil den habe ich nämlich noch nicht. Ich liebe es, neue Charaktere. Oh, ihr geht weg und malt euch einen Gotenks, oder? Ha! Abwehr noch gebrochen. Oh Gott, Super Saiyan 3 Gotenks. Lass mir erstmal Songohan fertig machen. Mein Gott, hier merkt man aber auch richtig einen Unterschied, habe ich so für meine Angriffskraft und so. Aber warum ist Whis da? Das verstehe ich nicht. Was hat der denn jetzt hier für eine Aufgabe? So, der ist weg. Yoshi? Fass meinen Meister nicht an. Wurf, 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 wurf. Warum sind die so schwach? Was du denn da? Ich bin schwindelig geworden von irgendwas. Und du bist weg. Und da war es noch nicht, habe ich mir schon gedacht. Jetzt kommt wahrscheinlich Ultimate Go an, ne? Oh Gott. Kommst du denn noch mal mehr? Übrigens, Super Saiyan Gott gibt's auch noch. Mal sind die Erwachsenen beleidigt. Warum hat Vegeta mehr? Ja, super. Und nein, was? Ich brauche gar nicht mehr Ki. 5 Ki reichen eigentlich schon vollkommen. Wurf. Wurf. Es war immer langweilig, diese Kombi nur zu sehen, aber irgendwie funktioniert die am besten. So, nein, das gibt's doch nicht. So, ja, wie kannst du das wagen? Nein, na. Wenn ich dich mal endlich freischalten, ich habe ja auch noch nicht. Was ist ja das? Gibt da Theorien, was stärker ist, Super Saiyan Gott oder Super Saiyan Gott Super Saiyan? Weil theoretisch müsste die Form ja stärker sein, weil die Form entstanden ist, nachdem 5 andere Saiyajins Händchen gehalten haben. Und Super Saiyan Gott, Super Saiyan oder Super Saiyan Blue ist ja eigentlich nur eine Dingens Verwandlung mit göttlichem Ki, glaube ich, so wie ich das verstehe. Songohans Ki erwachen, erwachsen, also diese Welt gibt es wirklich. Was? Was hat denn? Ja, verstehe, was ich meine. Gibt es auch immer so Theorien, was stärker ist, Super Saiyan Gott oder Super Saiyan Blue. Aber okay, so Freezer Max, okay, ausgezeichnet. Dann kommen teleportieren geht schneller. Und da hinten sehe ich schon die Dingens nächste Expertenmission. Vielleicht kriege ich die heute noch zu schaffen. So, was davon Gegner ist, bestimmt irgendwann noch mal gegen Bills und irgendwie sowas, ne? So richtig starke Typen. Ja, das Freezer nicht. Ah ne, der ist ja, oh, der ist ja jetzt an der blöden Stadt da hinten. Ah. Wo ist das Ding an? Mal, wo ist er teleportiert? Da. Freezer! Oh ja? So überrascht, dass ich deinen persönlichen Schüler angenommen habe. Blablabla. Oh, verdammt. Ich muss so einen guten Soldaten abgeben, aber ich hatte keine Ahnung, dass du derartig kampfbegabt bist. Nicht aufzunehmen, aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Mach weiter so, damit du mich nicht enttäuscht. Ja, so schnell kann er durchgehen. Wie oft warst du bisher schon hier? Dir müssen ja mehr Kurse, meine Kurse wirklich gefallen. Ich bin absolut begeistert. Ich setze hohe Erwartungen nicht, also trainiert weiter und denk auch an deine Mission, verstanden? Ja. Ich bin dein liebster Soldat. Oh, danke. Todescrasher. Dürfte ja jetzt nicht so schwer sein eigentlich. Weil Freezer, den habe ich schon lange, glaube ich, irgendwie. Dürfte nicht so stark sein wie Songohan und Videl. Wachstum. Voll übermächtig aus, die Attacke. Alter, was ist denn das für eine Reichweite? Das ist eine beschissene Reichweite, ey. Könnten ruhig auch maximale Ladung geben, ne? Ganz schön blöd, ja. Wenn ich immer nur so langsam hochladen kann. Warum er ja? Was? Ja gut. Kommt mir gar nicht bekannt vor, die Attacke, ehrlich gesagt. Weil es gibt schon so viele Attacken. Ich habe so vielen, weil nicht so casual Sachen irgendwie Attacken gemacht. Sachen, die nur einmal eingesetzt worden sind und nicht mal wirklich Attacken waren oder so. Haben daraus irgendwie Attacken gemacht in den ganzen Spielen. Wird mal langsam so Überblick. Ja, denn die gefällt mir. Ich werde deinen Fortschritt genau beobachten. Und so weiter machst du ich dem meine planetare Invasionstruppe. Aber wenn ich so daran denke, möchte ich dir eine wichtige Aufgabe anvertrauen. Davon musst du allerdings noch stärker werden. Weißt du, was das bedeutet, oder? Ausgezeichnet, mach weiter und so meistere alle Kurse. Mir gefällt's, was ich sehe. Schau mal, bist du noch stärker als vor. Einen Fall können wir mit der nächsten Kursfahrt machen. Ich würde gerne einen Sparringspartner für dich finden, aber es bleiben nicht mehr viele Soldaten übrig. Das lässt mir nur eine Wahl. In diesen Trainingssitzungen werde ich selbst gegen mich antreten. Was? Du musst mir nicht danken. Es gibt mir die Möglichkeit zu sehen, wie weit du schon fortgeschritten bist. So, okay, da haben wir Todesschlitzer. Todesschnitzel. Müssen wir eingeben mal YouTube, der boah. So ein Typ, der so ein Klingon irgendwie Maske auf hat von Star Trek und einfach so ein Mist arbeitet. Todesschnitzel. Eine Faust aus Stahl. In den Arsch. Irgendwie so, weil nicht, das ist alles so zusammengeschnitten eigentlich nur. Und dann noch bescheuert ist. Ich bin das richtig geil. Ach, da ist die Energiediskus. Was? Also ich hat nicht alles abgezogen, oder? Voll von Krillin gekauft, war voll Krillins Ding früher. Weil Krillin hat irgendwie nie hier eingesetzt, wenn er es am besten machen sollte. Er hat ja Dragon Ball Bitch manchmal so rausgepickt. So. Warum ist das? Ah. Weil nicht. Als Krillin irgendwie Freezer mal abgelenkt hat und ihn irgendwie geblendet hat mit der Sonnenattacke, er ihn eigentlich mit seiner Energiediskus in zwei Hälften schneiden müssen. Hat er natürlich nicht gemacht, was voll angebracht wäre. Ah, das war ja eine ganz schöne Prügelei. Ich habe inzwischen schon fast ernst genommen. Das ist ein gutes Zeichen. Bei solch einer Stärke muss ich mir um meine Armee keine Sorgen machen. Oh ja? Schon bald gehen lassen. Du brauchst meine Lektion nicht mehr. Allerdings warst du ein vorbildlicher Schüler. Es wäre nachsichtig, dich nicht noch eine Art Abschlusskurs zu unterrichten. Jetzt habe ich beschlossen, dir meine ultimative Technik beizubringen, den Todesball. Stell dir das Ganze für eine Abschlussprüfung vor. Ist das nervenhaft treibend genug? Natürlich erwarte ich, dass du bestehst, aber lass dich nicht stressen. Todesball, Todesball. Der Klassiker. Der erste wahre Planetenkiller. Gott. Warum trainieren wir hier? Ziel suchen auch noch. Bist du schon tot? Todesball, Attack! Was? Er hat gar nichts abgezogen. Oh mein Gott. Hat er sie? Ich brauche gerade 4 oder was? Todesball-Attacke. Der wird einfach ab, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Ey, das tut meine Todesballattacke einfach abwehren, ey. Ultimate sollte man nicht abwehren können. Ey, du bist gegen das Bonbon abgeflogen, was soll das? Todesballattacke! Gold. Okay. Freezer ist irgendwie der Darth Vader im Dragon Ball 6, ne? Irgendwie jeder kennt den, jeder fürchtet ihn und ja, wenn er zurückgekehrt ist, ja, haut er wieder rein. Wenn sogar Bills hat irgendwie, weiß ich nicht, war überrascht, als er gehört hat, dass jemand den besiegt hat. Ausgezeichnet, das war perfekt. Ich wusste gar nicht, dass das Unterrichten so viel Genugtuung bringt. Ich würde sogar sagen, dass ich etwas von dir gelernt habe. Vielleicht sollte ich häufiger Schüler annehmen. Mich bezweifelt, dass es noch viele wie dich geben wird. Ja, unter meiner Anleitung ist auf jeden Fall zum stärksten Seiten in meiner Armee aufgestiegen. Ja, daher wirst du jeden meiner Befehle rasch und präzise ausführen. Ich kann es kaum warten, dich in den Kampf zu schicken. Ha. Okay, dann gucken wir mal, wo war sie nochmal? Ich habe sie schon von weitem gesehen. Irgendwo da hinten war sie, ne? Ja, okay. Gucken wir mal, was für ein Viech da auf uns wartet. Hoffentlich ist es ein Werf oder irgendwie so was. Wird es ein bisschen einfacher machen. Ich habe das Gefühl, das Ding ist ein bisschen schneller. Gibt es eigentlich mehrere von diesen Dingern? Irgendwie habe ich nur das und das normale Dinge, ne? Willst du hin? Mint Chocolate. Zur Elite, der mehr als 20 Expertenmissionen abgeschlossen hat? Nö. Ich darf noch nicht mal antworten. Dreht sich einfach wieder um. Gemeinheit. Wollte die Kid Bull Mission nochmal machen, das wird ein Spaß. So, wer wartet denn hier? Goldfreezer, oh Gott. Team TP erschöpft, kommt Charakter in anderen Dimensionen, zählen nicht zum Team. Bedeutet das? Aber wir haben nicht mehr diese blöde Dings, dass wir alle irgendwie von einem Dingens hier betäubt werden. Da habe ich Super Saiyan Gott freigeschaltet. Irgendwas freigeschaltet in letzter Zeit? Nein, okay. Schade. Oder habe ich hier? Nein. War Trunks in seiner? Nein, auch nicht. Aber ihn habe ich schon in 2 Versionen freigeschaltet. Was? Egal, weiter. DanieruLP. Okay. So, jetzt weiß ich aber, wann ich immer von diesen Dingern getroffen werde, wenn ich zu nah an ihn herangehe. Also schön weit weg von ihm gehen. Weiß nicht, weil diese eine Fähigkeit, diese eine Beschreibung da sein soll. Ich werde ihn von der Ferne. Ich sollte eigentlich so fernsuchende Attacken und so nehmen. Mir richtig so in die Fresse zu geben. Oder ist ein Dingen Portal? Okay, muss man irgendwas machen. Na, das trifft nicht. Ja, wir haben ja 11 Minuten, das ist gut. So, ich habe genug. Don't worry, guys, I got this. Schießt jemand auf Datei. Schießt jemand auf Datei. Ah. Dann schieße ich eben. Hm. Weiß er das? Der kam von mir. So, was? So. Ich hab schon, du hast jemanden noch gerufen jetzt. Boah, das viel abgezogen. Jetzt geht das ab, ne? Ja. Ich kann fast sagen, das ist einfacher als Dingens. Da wir in der Ferne. Schieß ihn ab. Ich muss schon fast sagen, das ist einfacher als die Dingens. Da kann man näher ran. Oh geil. Das wird wehtun. Das wird sehr wehtun. Sehr gut. Glück muss man haben. Was macht er jetzt? Das würde uns noch wegballern. Das ist nicht so schlimm. Deswegen sind hier Portale gewesen. Ich zeig den Vogel. Ah. Okay, Kid Bull fand ich sehr viel schwieriger. Auch die Dinger müssen wir kaputt machen, genau. So, der ist aber viel einfacher, finde ich. Weil ich glaube, wir haben mehr Zeit oder so, ne? Oder wie war's? Oh, cooler. Hi. Noch jemand hier mit mir? Ja, gut. Oh, was war das? Ah. Ja, finde ich auch. Lange nicht mehr so viel Spaß. Das wird ein Spaß. Also, brauchst nicht auf dich warten, du kannst ruhig schon mal weitergehen. Was? YouTube? Mirox YouTube, was? Ja, Charaktere von anderen Spielern oder sind? Ich dachte, das wären von Namco Bandai, Namco. Irgendwelche Dinger. So, wo ist hier so ein Ding? Ich habe es gerade gesehen. Okay, dann nimm nicht. Der wehrt einfach alles ab. Mein Gott. Das war eine schwache los, ja, ich sehe es, dass er schwach ist. Ja, schon gleich erledigt, ey. Ich kann gleich ja noch einen machen, wenn es weitergeht. Nein, ich schon wieder. Boah, das tut doch jetzt nur unnötig Zeit fressen. Zeigt den Vogel, na? Ah! Das ist doch da. Muss ja unbedingt jetzt hier noch so Zeit verschwenden. Ich hätte ja noch locker einen anderen Experten-Boss hier kaputt kloppen können. Und zum Teufel, der war schon da. Jetzt kommt noch mal eine Szene, wieder auftaucht oder was? Was bist du denn? Der hat sich nur um so was. Oh. Und fast gar keinen Schaden bekommen, ey. War viel schwieriger, ey. Soll nicht wahr sein. Buff. Oh, Freezer. Komm her. Soll ich danach noch ein Part aufnehmen heute? Komm mal her. Alter. Okay, du machst jetzt noch. Ich wollte schon sagen. Don't worry, I got this shit. Doof. Ich habe halt genug Ausdauer jetzt. Mal, ob ich das richtig mache. Was ist das? Ich glaube, du bist tot, ne? Was? Und er ist weg. Da kann ich echt nur einen schaffen. Aber ich sollte vielleicht jemand anderen als Meister hier wieder nehmen. Ah, jetzt nicht. Ja, war jetzt keine Zeit für die nächste Expertenmission. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, obwohl das war jetzt auch nicht so schwer, war jetzt überhaupt nicht schwer. Ich muss das nur öfter machen wegen den blöden Fähigkeiten, die ich dadurch bekomme. So, da ist die nächste. Bams. So muss das. Warte mal, Thales ist doch hier in der Nähe. Komm, holen wir Thales. Da klingt irgendwie, er klang schon immer für mich irgendwie wie so, weiß ich nicht, so ein Schoko-Weihnachtsmann. Ja, das ist jetzt ein sehr komischer Vergleich, aber ich möchte die höhere Kunst, Planeten zu erobern und zerstören. Haha. Ja, er hat mir angeboten, den Planeten zu zerstören. Also beizubringen, wie man Planeten zerstört. Keine Ahnung. Das klingt irgendwie wie so eine Schokoladenmarke, habe ich so ein Gefühl. Und tschüss. Das wird Ciao, bye bye und fliegt damit rum. Omega Shenlong, oh Gott. Andere Dimensionen ziehen nicht TNT erschöpft. Super Stromschlag, okay, der hat auch nicht. Komm schon, den machen wir auch platt.